Bruno fährt heute Seilbahn, Wurmberg Seilbahn. Wir steigen in die Seilbahn ein. Die wilde Hatz geht los. Naja. Bruno fährt hier hoch mit Schutzhelm. Sicher ist sicher. So, eben hat die Seilbahn gestoppt. Vermutlich ein Seilriss. Da gibt es nichts zu lachen. Die Seilbahn fährt wieder. Glück gehabt. Wir schauen mal nach unten. Alles Wald hier. Wir fahren an der kleinen Klippe vorbei. Der Gipfel naht mit der Wurmbergschanze. Das ist langweilig. Zum Glück dauert es nur noch 5 Minuten. Auf dem Wurmberg hier gibt es allerlei merkwürdige Sportarten. Mountainbike fahren, Monsterroller fahren. Und in Zukunft soll es wohl noch mehr geben. Dann fahren wir auch nicht mehr hier hin. Wir setzen zur Landung an. Platz da! Oh Gott sei Dank. So, wir sind oben. Und gucken mal. Wir wärmen uns erstmal hier oben am Feuer. Wie heißt dieses Haus? Gipfelstürmer. Das ist der Gipfelstürmer, sagt die junge Frau. Wir verlassen den lärmerfüllten Gipfel und gehen ins Tal. Wir gehen in Richtung Brocken-Sandbrink ins Bodetal. Bruno versucht sich an Stöckchen. Ist aber zu groß. Er versucht nur zu zerstören. Ja, das war's erstmal. Wir machen der Vollständigkeit halber noch ein paar Aufnahmen hier. Da unten liegt Schirke. Hier oben die Rhoneklippen. Der Brocken, den Königsberg davor und hier unten haben wir den Sandbrink. Wir haben den Krach auf dem Wurmberg hinter uns gelassen und gehen in Richtung Ulmer Weg. Bruno entdeckt ein sogenanntes Negen, wie es bei uns heißt. Wir machen einen Spurwechsel und schon sind wir auf dem richtigen Weg. Wir befinden uns jetzt wieder in der DDR, was dieser Stein beweist. Wir kommen zur Rasthütte, ohne Namen und ohne Bank. Bruno möchte rasten. Wir aber nicht. Bruno, komm her. Nix. Oh, das gibt's doch nicht. Der hier wieder runter. Nicht wenn wir Kekse essen. Na komm. Dann gehen wir ohne Bruno. Das erste Hinweisschild. Wir gehen zum Brockenstein. Nein, haben wir nicht. Echo! Hat er. Irgendein
Gedenkstein, BTK 40, keine Ahnung. Am Brockenstein sind wir jetzt. Schnitt. Weiter geht's zum grünen Band. Was ist denn das? Ja, das grüne Band haben wir da noch nicht gefunden. Dafür aber den Abzweig ins Bodetal. Wir kommen zum bösen Hund. Da ist er. Wir wechseln die Spur und gehen zur Bode hinunter. Wir gehen zum Wasser. An der Bode. Trinkt der Bruno nichts? Nein. Weil er Kekse essen will. Der Bruno betritt die Bode und stolpert. Und fängt einen Fisch. Ja, da rein. Bruno, den muss ihm. Warte, Bruno, warte. Geh noch rein. Jetzt. Bruno, noch ein Fisch. Noch rein. Die Bode kommt hier mehr so aus Richtung dreieckiger Pfahl. Oder Brück. Den Berg hinunter. Wir gehen auf der rechten Bodeseite ins Tal. Wir kommen zur Alfred-Rieche-Hütte. Da sind wir. Das Bodetal kann man recht gut auf der Westseite der Bode heruntergehen. Für die 4,5 Kilometer muss man 1,5 bis 2 Stunden rechnen. Wir gehen weiter zu den Bodefällen. Während der untere Bodefall nicht besonders ist, ist der obere Bodefall ziemlich groß und auch recht laut. Wir kommen zum oberen Bode-Wasserfall. Geht da drüben noch weiter. Ja. In den Wasserfall. Das war der obere Bode-Wasserfall. Wir machen noch eine Mutprobe. Bruno trinkt nochmal. Wir schauen nochmal. Bruno auch, ne? Und da auch mal nach oben. Jetzt kommt das letzte Stück. Wir kommen zum unteren Bode-Wasserfall. So. Das war der Wasserfall. Ja, das war's für heute. Jetzt gehen wir nach Hause.